einfach mal. Einmal hier, Quest frisch. Welche Siege habt ihr mir zu verkünden? So. Das heißt, das ist alles komplett. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Das ist schon mal schön. Dann habe ich einen Ruhestein bereit. Jo. Das heißt, wir können... Wir können nach... Unterstadt, von Unterstadt nach... Nach Dalaran? Macht das Sinn? Ah ne, ich weiß, wie wir es machen. Wir gehen nach Dalaran. Da verwende ich jetzt wohl keinen Ruhestein für. Nee. Nee, nicht den Ruhestein. Das ist mir dann doch zu kostbar für den Fall eines Falles. Wir nehmen dich. Und mit dir gehen wir nach Dalaran. Nach dem neuen Dalaran. Das ist ja so konfus. Es gibt einmal das neue Dalaran und das alte Dalaran, das noch im WOTLK steht. Und da so einigermaßen irgendwie irgendwas zu machen, ne? So Konfuzius. So, Konfuzius. Und das Problem, das wir jetzt hier haben, ist WoW zurzeit. Weil WoW gibt mir jetzt mal wieder einen beschissenen Ladebildschirm, der gar nicht wirklich vorhanden ist, weil ich keinen Ladebalken habe. Das Problem dabei ist halt, ich hatte es neulich schon in der Aufnahme, dass wir keinen Ladefortschritt haben. Das heißt, ich muss jetzt WoW einmal neu starten. Yay! Party! Das kotzt mich in letzter Zeit wirklich echt extrem an WoW. Einfach wirklich extrem viele häufig auftretende Bugs. Furchtbar. So. Gab's einmal ganz kurz hier meine YouTube-Seite zu sehen. Das ist super. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Nicht, dass ich wieder irgendwo in der Walachei rauskomme und nicht da, wo ich eigentlich hin will. Das wäre blöd. Blöd. Aber hey, ne, so sieht ein Ladebildschirm normalerweise aus hier in WoW. Normalerweise hat man Ladebalken und nicht so das, was wir eben hatten mit ohne Ladebalken. Ja. Hatte ich ja neulich schon so ein tolles Problem. Mitten in der Aufnahme. Es war toll. Ich wollte nur noch da lachen. Dachte mir so, ja, es wird schon. Ist gleich vorbei. Ein Scheiß war es. Ein Scheiß. Und ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Aber viele haben das Problem. Ich bin nicht allein. Mama, du bist nie allein. Ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Dann muss noch der Ladebildschirm voll werden. Ja. Ja, hey, und wir landen sogar da daran. Wow, toll. So. Was wollte ich? Ich wollte... Ma-O-Am. Ne, wollte ich eigentlich gar nicht. Von hier aus... haben wir doch jetzt Portale, die mich dahin bringen, wo ich hingehen will, oder? Kommen wir hier irgendwo in das Tal der Blüten? Jo. Hier um die Ladebildschirme muss ich mir keine Sorgen machen. Das ist meistens nur von meiner Ordenshalle nach Dalaran oder so ein Drink. Dann, ne... kackt der Ladebildschirm einfach mal ab. Aber ordentlich. So, im Moment ein bisschen herumgereist, damit ich eigentlich dahin komme, wo ich hinkommen will. Dies wird sich jetzt gleich auch ein bisschen verkürzen. So ein bisschen. Nämlich will ich halt jetzt ins alte Dalaran. Hol mir dort einen Ring, mit dem ich dann immer ins alte Dalaran hinreisen kann. Ah nee, kann ich mir gar nicht holen, ne? Verdammt. Da muss ich erst irgendeinen Ruf haben bei den Kirin-Tor. Wahrscheinlich sogar ehrfürchtig, verdammt. Ah egal, wir wollen eh ins alte Dalaran. Wir wollen Richtung WOTLK hin. Weil, ja, ich möchte mir halt... unter anderem halt Mounts zusammenfarmen. Ich möchte sowieso diverse alte Whales halt mal rauf und runter gehen. Wir brauchen ja auch mal, ne, ein vernünftiges Transmogrifizier-Set.
Damit bin ich außerdem wie zusammengeschustert und zusammengeschissen. Das muss ja nicht sein. Und ja, mal schauen. Wird super. Sag ich jetzt. Mecker später. So. Wenn ich mich nicht irre, gibt es jetzt hier ein Portal nach Dalaran. Sonst war ich nicht. Also ins alte Dalaran. Das ist Dalaran. Bitte lass es das alte sein, bitte lass es. Ja, es ist das alte Dalaran. Hervorragend. Dann erreichen wir wirklich alles, was ich erreichen will. Dann können wir uns einmal jetzt einen Mammut kaufen. Weil, ne, ein Mammut ohne Mammut, das geht doch nicht. Ja, mal ganz ehrlich, das geht ja mal gar nicht. Jeder sollte einen Mammut haben. Auch du. Auch wenn du gar keins haben willst, auch du solltest eins haben. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Einfach mal überhaupt und gar keine Ahnung. So. Kommen wir dann jetzt mal langsam da an. Das wäre voll Knorke. Stunden später. Yeah, ich bin da. Dieses alte Dalaran sieht eigentlich genauso aus wie das andere auch. Hier ist es vielleicht ein bisschen dunkler. Ist die Atmosphäre ein bisschen anders? Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ist halt Eiskrone. Eiskrone. Nordend. Hier sind auch ein bisschen weniger Leute. Im Endeffekt sieht die Stadt eigentlich genauso aus. So, hier erstmal. Was willst du denn? Oh Gott. 20.000 habe ich natürlich nicht. Aber wir können das kaufen. Und das kaufen. Da haben wir zumindest ein ganz normales Mammut, wo theoretisch noch Leute mitreiten können. Hier haben wir noch ein neues Flugtier. Das können wir noch kaufen. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Dann verkaufen wir mal hier was. Nehmen das nochmal mit. Und hier haben wir noch eins. Das können wir kaufen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Reittiere mehr im Gepäck. Bin zwar pleite wie ein, ne? Aber hey. Achievement gibt's für einen Wollmammut. Ich bin auch so ein Wollmammut. So. Wir haben alle einen gemeinsamen Mammut. Ja, ja. Ja, ja. Das wollte ich hören. So. Haben wir hier ganz kurz hier den Schrott verkaufen. So, haben wir das? Dann einmal ganz kurz umskillen. Weil wir wollen ja Furorkrieger sein. Ui. So viele neue Skills. Wow, toll. Oh Gott. Okay. Dann legen wir dazu die Furorschwerter an. Ach, die hat er automatisch angelegt. Das finde ich natürlich praktisch. Na, dann haben wir hier noch neue Talentpunkte, die kann ich verteilen. Was nehme ich denn da? Automatischer Angriff hat 32 zusätzliche Wut, klingt nicht verkehrt. Ja, das nehmen wir. Dann hier. Nehmen wir die Schockwelle, ich mag die eigentlich ganz gern. Avatar, Wutausbruch, Abrissbirne. Das klingt gut, gerade wenn wir jetzt hier das machen, was ich jetzt vorhabe. Ja, komm. Nehmen wir. Was haben wir hier? Ja, vielleicht. Es ist eher PvP. Das nehmen wir. Blutbad war das, glaube ich, hier, was man nimmt. Tempo ist mir egal. Ja, Blutbad und natürlich hier, ganz wichtig, Klingensturm.
Ja, ein Skill, den hätte ich auch gerne im Real Life. Einfach mal Schwerter nehmen und im Kreis drehen. Ehrentalente, als ob ich Ehrentalente gebrauchen kann. So. Ich meine, natürlich werden wir irgendwann in Klammern TM auch mal sowas wie, wie heißt es hier, PvP machen. Irgendwann. Nicht jetzt, nicht gleich und sofort, aber halt irgendwann. So, den heldenhaften Wurf, den packe ich mal dahin. Ich muss mir das gerade mal hier so ein bisschen sortieren. Odins Zorn. Nehmen wir. Befehlsruf kommt hier in die Leiste. Berserkerwut ist drin, sogar zweimal, ist einmal zu viel. Schockwelle. Kommt hier oben drüber. Wütende Regeneration. Zack. Toben ist noch, doch ist drin. Packe ich mal hier hin. Dann der Sturmangriff kommt dahin. Zuschlagen dahin. Sport brauche ich jetzt nicht wirklich. Jetzt ziehen sie uns mal in die Leiste, man weiß ja nie. Wütender Schlag ist da, packe ich mir dahin. Das kann einmal weg. Okay, ich glaube, das war's. Weil das geht. Den hier haben wir da. Ja, super. Okay. So. Spin to win. Absolut. Du sagst es. So, dann wollte ich mir hier jetzt aus den Sammlungen das neue Mammut einfach mal mit reinziehen. Wo haben wir's? Da, das Wollmammut. Ein bisschen so wie eine Reinkarnation von mir selbst. Ich lüge auch nur ein bisschen. Da kann jetzt leider niemand mitreiten. Ist einfach nur ein ganz normales Mammut. Sieht aus wie ich. Klingt wie ich. Das ist einfach, ne? Das ist einfach, ne? Muss man nichts zu sagen. So, jetzt wollte ich doch mal gucken. Wo haben wir denn hier den Rüstungshändler der Kirin Tor? Weil die haben halt so einen Ring, dass man sich hier immer nach diesen Dalaran hin teleportieren kann. Ich glaube aber fast, dass ich den noch nicht bekommen kann. Besucherzentrum von Dalaran. War das hier? Gildenmeister, Stadthistorikerin, Gildenhändlerin, die hat nur den Schrott dabei. Absolute Arsenal, ja, nee. In das Alligebiet will ich gar nicht erst hin. Fehlende Schicksals ist der Schneiderer Lehrer. Ich bin der Meinung, der war irgendwo hier. Ich kann mich aber auch stark irren. Anscheinend tue ich das auch. Leider nicht. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt in diverse Raids einfach mal rein. Falls ich da reinkomme. Ich weiß gar nicht, kann ich inzwischen in die normalen alten Raids rein auf Heroisch, ohne die vorher einmal gelaufen zu sein? Ich weiß es nicht. Ich stelle einfach mal auf. Was ist das? Schwierigkeitsgrad 25 Spieler. Heroisch. Schauen wir mal. Wird uns ja gleich hier jemand sagen, ob ich hier in die ICC reinkomme. Ja, nein, vielleicht, eventuell oder möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. So, und warum wir halt hier reingehen, ist halt einfach wegen dem Achievement, einfach wegen am Endboss könnte auf 25er HC einen Mount droppen und einfach weil ist so. Ja, ICC bin ich jetzt schon ein halbes Jahr mindestens nicht mehr gegangen. Könnte auch anderthalb gewesen sein. Aber kann man mal reingehen. Außerdem droppen dort sehr interessante Rüstungsstücke, die für mich tatsächlich optisch interessant wären. Und ich bin ja auch wegen Transmog-Gear hier. Also quasi Equipment, das ich einfach über meine Rüstung drüber stülpen könnte, damit es zumindest so aussieht, als wäre es das. So. Dann schauen wir mal. Das gute alte ICC. Das war noch Zeiten.
Und ich kann 25 HC gehen, ohne vorher irgendwas anderes gegangen zu sein. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, dann rocken wir mal die Bude und nehmen alles auseinander. Alles. Aber wirklich alles. Also, soweit ich es sehe. Das wird schon. Guck, guck. Also die Gegner sind nicht wirklich eine Bedrohung, weil es ist halt Content für ehemals Level 80. Da schnarche ich mich jetzt schon seit Cataclysm durch. Ist einfach so. Die machen keinen Schaden, ich krieg keinen Schaden. Aber ich nehme gern alles mit, was ich hier kriegen kann. Weil wir haben ja zum einen jetzt auch Goldknappheit. Wir haben so viel Zeug hier, was wir hier auch loswerden können. Und ich glaube hier das normale Equipment hier, es gibt alles hier so ein paar Gold. Im Moment kann ich das echt alles gebrauchen. Hier, der Gürtel ist schon mal einer der wenigen Dinge, die man auf jeden Fall mal aufheben könnte für Transmog-Gedöns des Todes. Das wird schon. Ne? Und die ICT müssen wir halt sowieso 50.000 Mal rauf und runter gehen, allein für den Ruf, den es hier gibt für Achievement Hunter und Gedöns. Da ist es nie verkehrt, das einfach mal ein paar Mal zu gehen. Ne, heute halt erstes Mal hier, erster Boss, das war damals noch lustig, heute nicht so. Also früher, das war halt Boss, da hingst du dann erstmal mit einer Gruppe dann 5 Minuten. Eine nette Axt ist hier gedroppt, die ich sehr, sehr schick finde eigentlich, kann man machen. Kann ich tatsächlich auch einfach über mein Schwert ermorgen, das geht. Sonst, ja gut, das ist egal. Aber dass das Zeug tatsächlich noch so viel wert ist, ist nett. Ich meine, früher hast du dafür 23 Gold gekriegt oder sowas. Aber, ja, ich bin so arm. Ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ist einfach so. Ja. So, dann gehen wir auch mal gleich zum zweiten Boss. Hier so ein ganzer Raum mit Gegnern. Wir gehen aber auf den Boss direkt zu, weil dann kommt nämlich der ganze Raum auch auf uns zu. Das war früher immer so eine Sache, da musstest du halt ein bisschen drauf aufpassen, dass du halt nicht, zuerst den Boss aktivierst, weil dann werden nämlich die anderen hier alle aggro. Oder sie haben es jetzt echt genervt. Früher war das so. Hä? Willst du hier zeigen, hey Mage, ich habe da was gelernt und sowas? Einen Scheiß. So. Wir gehen auf den Boss, weil wir müssen halt erstmal sein Mana-Schild downhauen. Und danach können wir halt dem Boss wirklich selbst Schaden zufügen. Ne? Und Boss down. Und was hat er gedroppt? Nettes Zeug. Ja. Die schreit immer so schön herum, das ist toll. So, die hier, die musste man früher eigentlich auch währenddessen noch töten und sowas. Das ist so echt schon lächerlich teilweise. Aber hey, ich brauche Kleingeld. Kleingeld, so viel Kleingeld. Wow, da fallen sie einfach um, weil sie mich sehen. Ist das nicht herzallerliebst? Ach, ich finde schon. Ich mag das. Ich mag das tatsächlich in RPGs, total overpowered durch die Gegend zu laufen. Ich mag das. Besonders halt, wenn du halt dann irgendwann so ein RPG startest, irgendwann in das Startgebiet irgendwann zurückkommst und dann siehst, wie stark du inzwischen geworden bist. Ich mag einfach den Vorher-Nachher-Vergleich. So, wie sieht das aus? Was ist denn hier? Also jetzt noch einen getroppten Stab, den kann ich nicht gebrauchen. Das wäre was für Magier. Kette, Platte. Ein netter Plattenhelm. Aber ich mag keine Helme. Ich bin ein Feind von Helmen. Von daher ist der mir egal. Klingt komisch, ist aber so. So, dann kommen wir jetzt zu dem grandiosesten Bosskampf, den es in ganz ICC gibt. Das formidable Luftschiff des Todes. Des Todes. Und naja, mal schauen. Ein Luftschiff war früher halt auch so eine Sache, da hast du viele Leute gehabt, die einfach das vergeigt haben, obwohl es halt mega easy war eigentlich.
eigentlich. Und